Hallo Freunde, heute ist Dienstag, der 12. Juli 2016. Ich befinde mich in Santiago, in einem schönen Hostel hier, schön unaufgeräumt und künstlerisch, strenge Mate. Und ich wollte euch kurz erzählen, was wir in den letzten paar Tagen gemacht haben, was wir in den nächsten Tagen vorhaben, weil ich ja in letzter Zeit nicht so viel hochgeladen habe, außer das eine Hitchhiking-Video, also Trapping-Video. Am 8. Juli sind wir ja von Mendoza Richtung Santiago getrennt, was nicht ganz in einem Tag machbar war und es endlich dann 2 Tage gedauert hat. In der Zeit habe ich mich auch etwas erkältet, weil wir in einem Hostel geschlafen haben, wo es einfach mal keine Heizung gab. Und, ich habe einfach gefroren und es war einfach nicht anders möglich, als krank zu werden, wahrscheinlich. Und dann sind wir nach Santiago gekommen, 3 Tage beim Couchsurfer und uns kommt, war sehr schön. Wunderschöne Aussicht von seinem Apartment, hat uns wunderschön rundherum geführt, hat uns einen Club gezeigt und ist einfach eine super Sache. Couchsurfen kann man nur empfehlen. Hier kommt gerade Christian mit einem warmen Wasser und so einem warmen Wasser für die Mate. Und als nächstes geht's nach Valparaiso, das ist eine Küstenstadt im Westen von Chile. Hier wollen wir auch versuchen, von Trampen zu erreichen. Mal schauen, ob das klappt. Es war eigentlich geplant, dass wir das heute machen. Leider hat aber der Couchsurfer ganz komische Nachrichten geschrieben, bei denen wir dort unterkommen wollten. Und da haben wir entschieden, heute doch mal noch einen Tag länger in Santiago zu bleiben, um uns dann die Zeit zu nutzen, um uns einen anderen Couchsurfer zu suchen. Wir haben jetzt schon ein paar Nachrichten abgeschickt. Und für die nächste Nacht kommen wir wieder bei den Couchsurfer. Bei den ersten 3 Nächte geschlafen haben. Das ist eine ganz coole Sache. Also, ich bin so begeistert. Mir geht es immer ein bisschen besser. Ich war eigentlich relativ erkältet, extreme Halsschmerzen. Und es ist einfach so, dass die Leute hier nicht so wirklich. Die Gebäude sind nicht wirklich geheizt, beheizt. Es gibt ja manchmal so eine Heizung irgendwo in der Ecke stehen. Also ein elektrisches Heizgerät oder so und das war's. Und da kann man nicht wirklich. Heizung sprechen, auf die ganze Dämmung und ein glasiges Fenster und so weiter. Na gut, das ist ein anderes Thema. Anja geht's gut, die ist sehr gesund, der gefällt es mir im Hostel. Die wird uns aber dann ab Freitag, zu uns dazu stoßen in Valparaiso und damit uns am Samstag Richtung Norden weiterreisen. Richtung Norden ganz konkret, unser Ziel ist St. Pedro de Atacama. Vielleicht habt ihr schon mal von Atacama-Wüste gehört. Ganz tolle Sache, das mal eingibt im Internet. Sieht super toll aus. Es gibt noch einen zweiten Teil. Hitchhiking, auch ganz lustig, so mit dem Hostel in Bergen und von Ratten aufgeweckt in den Morgen und so. Keine Ahnung, also mal gucken, ob ich das noch irgendwann zusammengeschnitten kriege. Wenn ja, freut euch drauf. Okay, was gibt's noch zu sagen? Ja, das war's eigentlich. Macht's gut, bis bald, bis zum nächsten Update. Ciao.